Okay, also dann fasse ich nochmal kurz zusammen, was wir das letzte Mal besprochen hatten. Wir hatten ja das Themenfeld der Speicherdienste auf Peer-to-Peer-Basis besprochen. Und eins der grundlegenden Sachen, also dort insbesondere, dass man die Daten, es vorteilhaft ist, die Daten in Blöcke aufzuteilen. Dann haben wir uns angeschaut, wie diese Daten allgemein gespeichert werden können. Dieses Bild ist da ganz interessant, weil es eben die ganzen Bandbreite nochmal aufzeigt, wie man Replikate speichern kann, also ID-basiert an gewissen Positionen, durch verschiedene Hashes zum Beispiel definiert, oder durch ausgewählte Knoten um eine bestimmte Position herum, die man von der ID her aber nicht vorab kennt, oder zufällig die verteilt und irgendwo deren Position irgendwo speichert. Dann hatten wir kennengelernt diese einfache Replikation. Das ist das Übliche, dass man die Daten komplett nicht in naja, so komplett einfach mehrfach repliziert, hat den Vorteil, dass man wenige Replikate hat, vielleicht 5 oder 6, die also sehr gut finden kann. Das heißt auch gut diese Daten nochmal nachträglich ändern kann im Vergleich zu den Erasure-Codes, die aber sehr speichereffizient sind. Bei denen hatten wir das Beispiel, dass aus einer Datei erstmal 100 Blöcke, das sind 100 Blöcke zerteilt wird und diese 100 Blöcke auf 517 hochgerechnet werden und es ausreicht, von diesen 517 egal welche 100 zu beziehen, um die Daten wieder rekonstruieren zu können. Der Vorteil der Erasure Codes war ja, dass sie bei gleicher Verfügbarkeit der Daten, also wenn 0,999%, nicht Prozent, sondern eine Verfügbarkeit angestrebt ist, wir mit deutlich weniger Speicher im Netz auskommen. Der Nachteil ist, dass wir sehr viele Blöcke haben, wenn das Objekt verändert würde, man all diese Blöcke austauschen müsste. Und dann haben wir uns angesehen, diese vier verschiedenen Ansätze, wie man die Daten, Replikate im Netz überprüfen kann, ob sie vorhanden sind und ob sie genutzt werden und noch genügend vorhanden sind oder ausgetauscht werden sollen. Da haben wir das Proactive kennengelernt, da werden sehr viele Kopien einfach proaktiv periodisch durchgeführt. Moment. Genau, dieses Eager Maintenance einfach periodisch zu schauen, sind die da und die, die fehlen, komplett zu ersetzen. Dann gibt es das Lazy Maintenance, bei dem man periodisch zwar schaut, aber man nur ab einem gewissen Schwellenwert an fehlenden Blöcken diese in einem Peak alle ersetzt. Da gibt es noch Randomized Lazy, bei dem man ausnutzt, bei dem man beziehungsweise diese Maintenance-Schritte überspringt und nur bei der Suche die fehlenden Blöcke identifiziert und die fehlenden als fehlende identifizierten austauscht. Das heißt, man hat keinen extra zusätzlichen Maintenance-Schritt mehr zur periodischen Überprüfung, sondern man macht es on the fly während der Suche. Und schließlich hatten wir noch besprochen dieses Proactive Replication, was einfach annimmt, wir haben genügend Speicherplatz und wir erzeugen einfach ganz viele Replikate, bis wir eben davon ausgehen, dass diese hohe Anzahl an Replikaten nicht auf einmal verschwinden wird und man fügt halt immer neue Replikate hinzu. Okay, dann haben wir uns angeschaut, wie denn die Verfahren aussehen, die so eine Speicherung anbieten können. Eine Möglichkeit, das zu realisieren, ist über die Aufteilung, über das Corporate File System. Das schlägt vor, dass wir ein Root-Objekt haben, das einzig verändert werden kann. Machen wir die Grafik dazu. Genau. Und das verweist nur auf die dazugehörigen Daten. Ja, und das sind dann vielleicht Verzeichnisse. Und diese Verzeichnisse, die verweisen dann auf Dateien und diese Dateien verweisen auf Block-Content. Und der Block-Content ist durch seinen Hash identifiziert. Also das, was als Block-Content da drin ist, wird gehasht. Und es ergibt eine ID, unter der es gespeichert wird, ebenso für die Datei selbst. Das heißt, man, der ist die Blöcke angelegt, kennt die IDs, erzeugt das File-Objekt, hasht dieses Objekt dann und das ergibt eine ID. Und dann erzeugt man eine Directory-Object, die die IDs zu den Dateien speichert. Und der Hash dieses Directory-Objects ergibt auch die ID, unter der es gespeichert wird. Und das Einzige, was modifizierbar ist, ist eben unser Root-Element, in das wir die verschiedenen Verzeichniskeys eintragen können und neue Einträge eben vornehmen können. Hat Vor- und Nachteile, das Ganze ist eingeschränkt auf nur einen Nutzer, mehrere können es zwar lesen, aber ist eben auf nur einen Nutzer eingeschränkt. Dann hatten wir Ivy kennengelernt, das arbeitet ja mit den Logs.
wo jeder Nutzer seine eigenen Logs verwaltet. Das heißt, die ganzen Datenelemente fliegen irgendwie im Netzwerk herum, die können auch mehrfach von verschiedenen Nutzern genutzt werden. Aber jeder Nutzer hat seine eigene Sicht und diese eigene Sicht wird eben über diese Logs realisiert, bei der der Knoten verwaltet. Für meine Sicht verweise ich jetzt auf diesen Einstieg und jeden Loghead und jeden Einstieg. Und die Knoten haben eben ihre eigenen persönlichen Sichten und können entscheiden, ob sie Logs von anderen übernehmen oder diese Abläufe, diese zusammengefassten Ketten von Änderungen, die stattgefunden haben, berücksichtigen oder nicht. Also jedes dieser neuen Blöcke, die hier erzeugt wurden, verweist auf den alten Block und gibt an, was geändert wurde. Das Ganze ist so aufgebaut, dass diese Änderungen, diese Deltas miteinander verbindbar sind, also irgendwie berechenbar ist, dass wenn ich dieses Objekt, initiale Objekt habe und ich kenne alle Deltas, da kann ich das finale Objekt daraus berechnen. Hat den Vorteil, jeder, also es können mehrere Knoten schreiben, aber das Ganze ist dahingehend ein bisschen langsamer, dass diese verschiedenen Sichten eine Inkonsistenz erzeugen und man auch öfter diese ganzen Blöcke miteinander auf einmal nochmal abholen soll, wenn man den aktuellen Stand haben will. Dazu gibt es dann noch zusätzlich sogenannte Snapshots, die dazu genutzt werden, einfach so eine Kette zusammenzufassen und sagen, ja, da sind jetzt alle Änderungen in diesem Snapshot drin und von hier aus kann man neu starten mit den Patches, die quasi dazu im Netzwerk gespeichert werden. Okay, dann haben wir das kompliziertere Ocean Store kennengelernt, das ja auf verschiedenen Leveln jeweils alternative Vorgehen bietet. Wir hatten einmal von dem Aufbau her, also es war mal als Geschäftsmodell ausgedacht, ja, okay. Es gab zwei Arten zu suchen, es gab zwei Arten zu speichern und es gab zwei Level im Netzwerk, wo es gespeichert wird. Das heißt, wir haben einmal dieses probabilistische Suchen, dass wenn jetzt Objekte gesucht werden, man die über die ID kennt und man über so einen Bloom-Filter in seiner Nachbarschaft schon suchen kann, ob denn dazu Kopien existieren. Wenn man keine findet, hat man auch eine langsamere Möglichkeit, indem man einfach einen Lookup dazu startet und die dazugehörigen Objekte dann nach ihren IDs abruft. Das probabilistische ist schneller, aber versagt öfter. Und das Langsamere funktioniert immer, ist aber eben langsamer. Dann hatten wir die Unterscheidung zwischen zwei Arten von Speichermöglichkeit. Einmal Active und einmal Archival. Bei dem Archival ist die Annahme, dass es sich eben nicht mehr ändert. Das wird über Erasure-Codes gespeichert. Das heißt, da kann man ruhig diese Vorteile der Erasure-Codes ausnutzen, dass sie besonders speichereffizient sind und in diesem Fall den Nachteil vermeiden. Also hier werden sie ja nicht mehr geändert. Für die aktiven Objekte, die noch geändert werden, gibt es einfach die volle Replikation, ohne das in Blöcke zu zerteilen. Da kann man die ganzen Replikate schnell wiederfinden und austauschen, falls es eben überschrieben wird. So, dann hatten wir noch, genau, dann hatten wir noch die Unterscheidung in diese zwei Ebenen, dass eigentlich das Netzwerk besteht, aus den unzuverlässigen Knoten, die als Replikationsknoten dienen, und dem zuverlässigen, dem Primary Tier, das entscheiden kann, ob Änderungen valide sind und durchgeführt werden dürfen oder nicht. Und der Grundgedanke ist, dass wenn Sie so eine Änderung vornehmen, können Sie es erstmal ins dieses Secondary Tier, Replikationstier einpushen und das verbreitet sich langsam mit einer gewissen Time to Live. Und gleichzeitig geben Sie diesen Änderungswunsch an den Primary Tier weiter, die entscheiden dann in der Abstimmung, ob das valide ist und wenn sie ein Ja geben, dann pushen sie dieses Ja auch ins Secondary Tier zu den Replikaten und die replizieren es dann, speichern es dann eben permanent. Ansonsten, wenn diese Bestätigung nicht käme, dann würde diese initiale Speicherung im Secondary Tier irgendwann auslaufen und Timeout würde geschmissen werden und das Objekt wird wieder entfernt. Okay, das haben wir uns also angeschaut zu den verschiedenen Möglichkeiten, wie Dateisysteme gespeichert werden können. Was wir uns heute anschauen, das schließt so den thematischen Bogen zu Peer-to-Peer-Systemen ab. Also ganz im Ausblick gibt es noch nächste Woche, das kann ich nochmal vorwegnehmen, wie diese Peer-to-Peer-Systeme und die ganzen Lösungen, die wir angeschaut haben, wo kommen die zusammen, also wo wird es verwendet
Und da lernen wir Libre Social kennen, das wir hier am Lehrstuhl über mehrere Jahre aufgebaut haben und wo das eben alles zusammenfließt. Also da haben wir ein soziales Netzwerk, werden wir nächste Woche kennenlernen, das natürlich ein Nutzermanagement erfordert. Das heißt, sie müssen irgendwie die Daten Nutzern zuordnen, sie brauchen verfügbare Datenhaltung, sie wollen auch so Verzeichnisstrukturen anlegen mit Zugriffskontrolle. Sie haben aber auch den Bedarf nach Videostreaming, nach Live-Interaktion, also nicht datenbasierte Interaktion. Dann gibt es noch den ganzen Bedarf nach Sicherheit und natürlich irgendwelchen ansprechenden Anwendungen, die Sie nutzen wollen. Also sich Nachrichten schicken, sich Bilder hochladen, vielleicht auch Personal Data Space zu haben. Und das werden wir uns dann nächste Woche mal ansehen, wie das funktioniert. Aber das wird nicht klausurrelevant. Nur um einfach zu sehen, wo fließen die ganzen Erkenntnisse in einer Anwendung zusammen, wo werden sie verwendet und warum ist das so spannend. Okay. Heute schauen wir uns an, auch ein wichtiges Thema, und zwar folgendes: auch sowohl algorithmisch wichtig als auch für ein Produkt, wenn Sie mal ein Peer-to-Peer-System haben. Und zwar betrachten wir das Monitoring vom Peer-to-Peer-System. Und da ist der Grundgedanke, ich glaube, da gibt es eine schicke Grafik. Wenn Sie jetzt so ein Netz, sagen wir mal, Sie haben irgendeine Applikation gebaut, irgendeine Peer-to-Peer-Anwendung für, ich weiß nicht was. Haben Sie eine Idee, wofür können Sie eine Peer-to-Peer-Anwendung bauen? Für File-Sharing, sagen wir. Okay, dann haben Sie eine File-Sharing-Anwendung für Übungsaufgaben und Vorlesungsaufzeichnungen und sowas erstellt. Dann lässt sich, und Sie lassen es auf die Leute los, nutzen 100 Leute, ja? Und nun stellt sich die Frage nach der Dienstgüte. Goal of Service, das ist dieses kontrollierbare, messbare Verhalten des Systems nach quantitativen Parametern. Und mit 100 Knoten läuft es gut, ja? Okay. Nun wird aber Ihr Filesystem, Ihr File-Sharing-Dienst missbraucht, um Videos hochzuladen und die Leute wollen schon beim Runterladen anfangen zu streamen. Das heißt, anders, ich beginne mal anders. Also sagen wir, jetzt haben Sie eine Lösung entwickelt, die ist gut fürs File-Sharing. Jetzt wollen Sie aber dieselbe Lösung für ein anderes Szenario verwenden, wie Sie wollen nicht nur Daten drin speichern, sondern User-Daten und sie dadurch wiederfinden und miteinander in Kontakt treten lassen. Also wenn Sie eine Lösung wiederverwenden wollen, ein Overlay wiederverwenden wollen oder eine Replikationsstrategie, dann ist es vielleicht gut fürs File-Sharing, aber nicht gut für die Nutzersuche oder Nutzerspeicherung. Oder das ist gut für viele Lesezugriffe, aber nicht gut für viele Schreibzugriffe, zum Beispiel. Also Kademlia ist zum Beispiel gut zum Lesen, aber nicht gut zum Schreiben. Okay, nehmen wir mal, es bleibt bei Ihrem File-Sharing und 100 Leute nutzen es, aber plötzlich wird es auch aufgegriffen von irgendeiner Community und plötzlich haben Sie 1 Million Teilnehmer, die ganz stark schwanken. Also das heißt, dass Sie initial angenommen haben über Ihr Overlay, wie es genutzt wird und wie es dementsprechend designt wurde, zum Beispiel Anzahl der Routing-Tabelleneinträge oder Anzahl der Finger, die Sie haben oder die Periodizität, in denen Sie diese überprüfen, das passt jetzt nicht mehr. Ja, also für 100 Nutzer hat es zwar geklappt, minütlich zu gucken, wenn Sie 1 Million Nutzer haben, dann reicht es eventuell nicht. Das heißt, es gibt auch eine Änderung, plötzlich hat Ihr System gut funktioniert und jetzt nicht mehr. Oder die Knoten verändern sich ganz, dass irgendwie Sie das System für Desktop-Rechner ausgelegt haben, aber plötzlich wird es von Mobilknoten genutzt und der Dienst wird schlecht. Ja? Irgendwie nutzen Sie den Dienst, ja, und plötzlich funktioniert es nicht mehr gut. Die Lookups dauern sehr lange und Sie wissen nicht, was passiert. Und das hat man eben bei Peer-to-Peer-Netzen immer. Sie haben ja nur Ihren Peer, Ihren Rechner, vor dem Sie sitzen, aber Sie wissen nicht, was da passiert. Und wenn die Antwortzeiten langsamer werden bei Ihnen, wissen Sie nicht, liegt es nur an Ihrem Rechner? Liegt es im gesamten Netzwerk? Ist es im gesamten Netzwerk langsam? Könnte man denn was verändern, verbessern? Und der Grundgedanke ist, dass man Statistiken einfach erhebt zu dem gesamten System. Ja? Also nicht über einzelne Nutzer, sondern man hat Werte wie den Peer-Count. Wie viele Knoten gibt es denn im Netzwerk? Wie ist denn die durchschnittliche Online-Zeit? Also es kommen statistische Funktionen rein, wie Durchschnitt, Standardabweichung, Minimum, Maximum. Das sind oft die relevanten Werte, bis auf den Peer-Count, das ist der Count. Also zusätzlich könnte man noch die Summe hinzuwählen und Count. Das sind so die statistischen Werte und das kann man auf viele Metriken anwenden, auf
der P2P-Ebene eben, wie viele Knoten gibt es, wie ist deren durchschnittliche Online-Zeit, wie ist da die Standardabweichung, ist es halbwegs homogen oder gibt es stark unterschiedliche Knoten von den Lebenszeiten. Beim Hopcount oder bei den Overlay-Metriken, wie lange braucht eine Lookup-Auflösung. Auch da, was der Durchschnitt, was Min-Max, wenn Sie ein Maximum kennen, dann können Sie vielleicht daraus ableiten, wo Fehler bestehen. Bei der Standardabweichung auch. Also idealerweise ist ja Ihr Routing sehr konstant. Für egal welche Anfrage liefert es in ungefähr gleich der gleichen Hopcount-Anzahl das Ergebnis. Ja, so soll ja O log n sein. Wenn Sie feststellen, dass es sehr divergierend, dann gibt es da vielleicht irgendwelche Fehler, die Sie berücksichtigen können. Bei Overhead, man kann den ganzen Traffic messen, wie viel Bandbreite wird genutzt, man kann auch die Ressourcen eigentlich messen und schauen, was steht eigentlich zur Verfügung, was können wir eigentlich nutzen. Und das ist so der erste Teil. Der erste Teil ist das Monitoring. Ja? Dass man erfasst, wie sieht das Netzwerk aus. Und das ist schon relevant, weil wir eben ansonsten nur unseren eigenen PC kennen und nicht daraus schließen können, wie sich das gesamte Netzwerk verhält. Besonders gut wird es, wenn man das Ganze mit Management oder Control verbindet. Also das Monitoring ist, das ist das Besondere, aggregierbar. Also eine Statistik von 10 Knoten ist von der Größe her genauso groß wie die Statistik von 1000 Knoten oder 10 Billiarden Knoten. Ein Durchschnitt ist immer ein Integer, eine Standardabweichung ist immer ein Float oder so. Und ob es sich jetzt auf 1000 Knoten bezieht oder 10 Knoten, das ist ja nur eine Statistik, aggregierbar. Das ist das Schöne. Das Ganze muss frisch sein, also möglichst aktuell, das was Sie erheben. Und natürlich möglichst kostengünstig erhoben werden, weil diese Statistik über das gesamte Netzwerk soll natürlich nicht das Netzwerk belasten und die Anwendung ausbremsen. Und natürlich muss es auch dezentral gelöst werden. Also es bringt nichts, wenn Sie ein Peer-to-Peer-System haben. Und sie monitoren die Knoten zentral mit dem Server und die schicken denen immer die Statistiken zu. Also, die Herausforderung ist, eine dezentrale Lösung zu finden, die Statistiken zu solchen Werten erhebt. Oder ganz pauschal, also all das, was hier ist, lässt sich eigentlich zusammenfassen in Value. Ob es jetzt ein Integer ist, der Hopcount oder ein Float, ist ja egal. Das sind alles irgendwelche Zahlen, also keine Strings. Und jeder Knoten hat eine Fülle von Zahlen. Man kann es als Vektor sich überlegen und man möchte zu diesen verschiedenen Vektoren der verschiedenen Knoten eben Durchschnitt, Minimum, Maximum und sowas berechnen. So, und wenn man das weiß, man weiß zum Beispiel, unser Hopcount ist sehr schlecht, ist irgendwie zu hoch und dadurch die Antwortzeit auch sehr lang, dann wäre es natürlich ideal, wenn man darauf Einfluss nehmen könnte, auf das System. Das heißt, wenn wir wissen, Hopcount ist schlecht, dann wollen wir idealerweise darauf Einfluss nehmen und irgendetwas in dem System global verändern, bei jedem einzelnen Knoten, sodass unser Hopcount wieder sinkt und unser Routing stabiler wird. Ja, das ist schon essentiell, weil ansonsten geben Sie sich sehr viel Mühe, bauen eine Peer-to-Peer-Anwendung, designen das Overlay, designen die Replikation, designen Datenstrukturen. Es wird dann aber anders genutzt, als Sie wollen, das Netzwerk entwickelt sich anders, als Sie erwartet haben und dann funktioniert es nicht und alle sind enttäuscht. Das idealerweise ist, erzeugt man ein adaptives Peer-to-Peer-Netzwerk, was erkennt, in welchem Zustand bin ich und erlaubt, diese Konfiguration global zu verändern, sodass es wieder besser wird. Zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, wie viele Knoten im Netzwerk sind, dann kann ich vielleicht Time-to-Live für die Nachrichten oder einen maximalen Hopcount dementsprechend anpassen. Also wenn ich nur 10 Knoten habe, dann habe ich vielleicht einen maximalen Hopcount, um Fehlerfälle abzufangen, auf 3 gesetzt oder 4 oder 10 von mir aus. Wenn Sie 10 Billiarden Knoten haben, dann reicht das vielleicht nicht. Oder wenn Sie wissen, die Online-Zeiten schwanken sehr stark, das heißt, man rechnet mit viel Knotenausfall, dann kann man die Replikationsquote anpassen oder die Stabilisierungsfrequenzen. Das ist einfach häufiger nachprüfen, ist dann noch online. Und das alles, dazu alles kann man diese ganzen Statistiken verwenden, also zu viel Overhead erkennen, zu langsames Routing erkennen, Verbesserungsmöglichkeiten erkennen. Und das Controlling, das erlaubt so eine Art Regelkreis, das heißt, man hat eine Beobachtung, man hat eine daraus abgeleitete Regel, wie soll sich das System dementsprechend anpassen. Und das beides kombiniert ist eben am Ende ideal, weil Sie dann das Netzwerk selbst reagieren lassen auf die
die gegebenen Umgebungseigenschaften. Wir werden mal ein Beispiel sehen. Ein Punkt, der dabei noch ist, also wenn Sie mal Skype genutzt haben, dann gab es mal ab und zu Fälle, wo tagelang, glaube ich, Skype nicht verfügbar war. Na, hatten Sie das mal erlebt? Oder, nee? Also es gab mal, ich habe das schon mal erlebt und da stelle ich, sitze ich auch davor, also wenn das mit meinem Peer-to-Peer-Netzwerk passieren würde, was würde man denn da machen? Stellen Sie mal vor, Millionen von Nutzern nutzen das, plötzlich geht's nicht. Wo setzt man an? Was ändert man? Und das wäre halt ideal, wenn man so ein adaptives on-the-fly-Adaptivität hätte, dass das Netzwerk selbst erkennt, aha, da entwickelt sich was Schlechtes, mein Hopconf wird zu schlecht, deshalb muss ich gegensteuern, indem ich irgendwie darauf Einfluss nehme, wie das Netzwerk funktioniert. Und dann wieder messe, hat es denn was gebracht. Genau, Beispiel werden Sie nächste Woche sehen zu Libre Social, wie das bei so einem sozialen Netzwerk Anwendung findet. Das ist, glaube ich, eine ganz alte GUI, wenn Sie das erkennen, das ist, glaube ich, von 2007. Das Ganze ist schon ein bisschen älter in der Entwicklung. Und da wurde noch so diese Eclipse GUI verwendet, um das Ganze zu visualisieren. Okay, aber das ist wirklich wichtig, wenn man ein produktives Peer-to-Peer-System bauen möchte. Algorithmisch ist es auch sehr spannend, dazu kann man auch promovieren. Also der Andreas Zisterhoff, der hat ja auch, glaube ich, eine Vorlesung gehalten, der promoviert zu den ganzen Fragestellungen rund ums Monitoring. Und da gibt es halt wirklich interessante mathematische Fragestellungen. Also nehmen wir mal an, jeder Knoten hat so ein Monitoring-Interface. Ja, also das ist ein Knoten, der hat irgendwelche lokalen Statistiken, der hat lokal bei sich gemessen, was ist sein lokal gemessener Hopcounter für seine Antworten. Da erstellt er sich einen Wert dazu, Durchschnitt, Min-Max. Er berechnet, wie viel Bandbreite hat er verbraucht, er berechnet, wie viele Nachrichten hat er verschickt. So, und diese Statistiken, die ein Knoten hat, diese Local States, X, I zum Zeitpunkt T, die möchte er in dieses Monitoring hineingeben. In diese Blackbox-Monitoring-Funktionalität. Und als Output erwartet er eine Methode, die er abrufen kann, um zu bekommen, wie ist denn der globale Status über alle Knoten hinweg. Das heißt, wie ist denn der durchschnittliche Hop-Count über alle Knoten hinweg, wie ist diese Gesamtanzahl über alle Knoten hinweg, wie ist die minimale Bandbreitennutzung, maximale durchschnittliche Bandbreitennutzung über alle Knoten hinweg. Also eigentlich vom Interface her sehr elegant. Was da aggregiert, das Nette ist, das lässt sich alles aggregieren. Also eigentlich haben wir da auch noch den Count, der ist irgendwie implizit mit drin, dass wir das aggregieren können. Also wenn Sie zwei Werte haben, die jeweils ein Minimum darstellen, dann können Sie daraus einen einzigen Wert berechnen, der das Minimum wieder darstellt. Also jedes dieser Werte existiert nur einmal für eine beliebig große Datenmenge. Ja, also wenn Sie 5 Durchschnitte haben, dann können Sie das wieder auf einen Durchschnitt reduzieren. Wenn Sie 1000 Minimum-Informationen haben, dann reduzieren Sie es wieder auf einen Wert. Das lässt sich also aggregieren. Was nicht aggregierbar ist, ist sowas wie der Median oder die Top 1000 oder irgendwie komplexere Sachen, die mehr Daten erfordern. Also gerade beim Median kann man nicht einfach nur einen Wert mitschicken, weil wenn später noch weitere Werte hinzukommen und ein anderer Wert wird relevant, hätte man den auch mitschicken sollen. Also das geht irgendwie nicht. Okay, was ist eine Aggregationsfunktion? Eine Aggregationsfunktion ist der Input beliebig vieler Eingabewerte und der Output ist ein einziger Wert. Ja, und das können Sie beliebig kombinieren. Sie können die Reihenfolge der Aggregation verändern. Das heißt, wenn Sie das Minimum über 3 Werte berechnen wollen, dann ist es egal, ob Sie erst das Minimum über die ersten 2 Werte berechnen und danach mit dem dritten das Minimum oder ob Sie über die letzten 2 Werte und dann das Minimum mit dem ersten nochmal vergleichen. Das sind, die Reihenfolge ist egal. Genau, das ist also kommutativ und auch in welcher, auch lassen sich diese Funktionen beliebig oft hintereinander schalten. Also das 15-fache Minimum eines Werts oder von mehreren Werten ist immer noch dasselbe Ergebnis. Ja. Okay. Das heißt also recht bequem zu verrechnen. So, und das sind eigentlich die zwei Schnittstellen, die eigentlich nur angeboten werden müssen von einer Lösung.
Man soll in der Lage sein, die eigenen Statistiken einzuspeisen und man möchte die globalen Statistiken rausziehen. Und um das zu realisieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man es lösen kann. Hier nochmal zu der Vollständigkeit halber, glaube ich, die Funktion, also Minimum, Maximum, ist, glaube ich, nicht besonders. Das Besondere ist hier bei dieser Standard Deviation, dass sie ein bisschen anders berechnet wird. Und zwar kann man die Standardabweichung der verschiedene Verfahren berechnen. Das übliche Verfahren ist, ich glaube, dass man den Durchschnitt nimmt, also Mean minus AI und darüber die Summe und dann irgendwie so. Ja, will ich jetzt nicht zu sehr mich hinauslehnen aus dem Fenster, aber jedenfalls wurde hier eine Option gewählt, die auch richtig ist natürlich, aber nur mit Werten arbeitet, die auch aggregierbar sind. Also es verwendet den Count, es verwendet die Summe, es verwendet eine weitere Summe, die zusätzlich noch eingeführt wurde, aber es ist letztlich auch nur eine Summe. Und es sind alles aggregierbare Werte, so dass man auch die Standardabweichung aggregieren kann. Okay, müssen Sie jetzt nicht auswendig lernen, aber das ist jedenfalls nur für die Erkenntnis, das sind alles aggregierbare Funktionen, die hier zusammengefügt werden. So, was sind da die Herausforderungen? Einmal was die Steht es nicht an erster Stelle? Also eigentlich ist das der erste Punkt, Performance. Sie wollen ein Monitoring haben, das möglichst nah an dem echten Netzwerkzustand herantritt, ja, und herankommt. Das heißt, wenn Sie möchten da möglichst einen relativen Fehler von 1% vielleicht haben. Das Ganze soll mit der Anzahl der Knoten und mit der Anzahl der verwendeten Informationen, also all das, was Sie da einspeisen, skalieren. Das heißt, es soll nicht exponentiell viel Daten ergeben. Mit dem kleinen Ausblick, also das hier wird logarithmisch sein. Die Kosten zum Beispiel, also die Verzögerung, die erzeugt werden, sind im besten Fall logarithmisch. Es sei denn, Sie verwenden einen Server, dann ist es unerheblich, dann gibt es keine Verschlechterung. Bei den Exchange Information dann skaliert es, ist die Zunahme des Datenbedarfs oft, ja, ich überlege gerade, ob linear oder sogar noch besser. Naja, jedenfalls, es soll nicht zu teuer werden, wenn mehr Knoten hinzukommen. Was wichtig ist, wenn Sie jetzt eine Lösung bauen, soll die möglichst billig sein, das heißt möglichst wenig Traffic verwenden, um der eigentlichen Anwendung genügend Bandbreite zu lassen. Aber zusätzlich soll es sehr robust gegen Churn sein und gegen Link Losses. Das heißt, auf der einen Seite müssen Sie mit viel Churn umgehen können, auf der anderen Seite dürfen Sie dazu nicht zu viel Maintenance-Nachrichten verwenden, die eine potenzielle Monitoring-Struktur stabilisieren. Und wenn Sie eine Lösung bauen, also all diese Lösungen, die wir jetzt kennenlernen, sind idealerweise unabhängig von dem P2P-Overlay, das Sie monitoren. Also es soll sowohl für Cord, Pastry, Kademlia, Can genutzt werden, aber auch für unstrukturierte Overlays, so dass sie eben diese Monitoring-Funktionalität von dem Overlay getrennt haben und unabhängig davon verbessern und implementieren können. Okay, wir werden einige Beispiele kennenlernen, wie man das realisieren kann. Also die einfachste Lösung, das zu realisieren, die aber der Peer-to-Peer-Gedanken wieder entgegenläuft, ist, wenn man es zentralisiert macht. Also wenn ein Server die ganzen Daten einsammelt, aber Sie ansonsten ein dezentrales Overlay haben, ist natürlich witzlos. Das heißt, das Ganze soll schon mal verteilt sein. So, dann kann man sich überlegen, wenn wir jetzt so ein Pastry haben, dann könnten wir einfach irgendwelche Nachrichten piggybacken und einfach unsere Routing-Tabelle erweitern und diese Monitoring-Information mit aufnehmen. Das wäre integrated, dass man halt ein Overlay so erweitert, dass es diese Monitoring-Funktionalität realisiert. Das ist aber oft nachteilig, weil sie dann eben nur in diesem Overlay funktioniert, das Monitoring, und nicht bei anderen. Das heißt, idealer ist es, wenn Sie eine vom Overlay unabhängige Lösung haben, sodass sowohl das Overlay verbessert werden kann, als auch das Monitoring. Wenn Sie jetzt also eine neue Monitoring-Lösung haben, die unabhängig ist vom Overlay, dann kann das Overlay ja zum Beispiel CAN sein, also zonenbasiert, als auch ringbasiert wie Cord. Und das Monitoring soll davon unabhängig sein. Das heißt, es müsste seine eigene Topologie definieren, wer mit wem kommunizieren müsste, um diese Monitoring-Information einzusammeln.
Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, diese Topologie zu erzeugen, entweder mesh-basiert, also zufallsbasierte Auswahl der Nachbarn für das Monitoring für die Monitoring-Topologie, oder man verwendet einen Baum, oder man hat einen Ring vielleicht nicht, weil es wieder zentralisiert, einen Star vielleicht nicht, weil es wieder zentralisiert, oder einen zusätzlichen Ring. Gibt alle Möglichkeiten, das zu realisieren. Sagen wir mal, wir haben irgendetwas Strukturiertes, also wo die Topologie eine feste Struktur haben soll, in diesem Fall, da muss es ja aufrechterhalten werden und die Knoten müssen in diese Monitoring-Topologie eingefügt werden. Das bespreche ich hier mit diesen verschiedenen Rollen. Wie weise ich die Knoten den verschiedenen Rollen in diesem Monitoring-Overlay zu? Da werden wir uns auch Möglichkeiten ansehen. Es gibt dann Overlays, die die komplette Sicht bieten. Das heißt, sagen, es sind alle Knoten, die erfasst werden. Oder es gibt auch Ansätze, die nur 1000 Knoten erfassen und sagen, die stehen repräsentativ für das gesamte Netzwerk und das Ergebnis wird interpoliert. Okay, die letzten zwei Punkte, das ist dann zu sehr im Detail vielleicht. Wie werden die Nachrichten, die Monitoring-Informationen erzeugt, proaktiv? Also es wird immer eine Statistik zur Verfügung gestellt, ob sie jetzt genutzt wird oder nicht. Oder reaktiv, dass eben nur bei Bedarf, wenn ein Knoten eine Statistik haben möchte, diese dann vor Ort erzeugt. Und ob dann gepusht oder gepullt wird, ist dann schon zu speziell. Gut, wir schauen uns mal verschiedene Lösungen an, und zwar 5 Stück. Angefangen mit dem einfachsten Centralized Monitoring, SNMP, also Simple Network Monitoring Protocol, Standard für Serverfarmen, und das ist halt das erste Modell, was aber natürlich nicht so gut ist, weil es zentralisiert ist. Dann schauen wir uns eine Lösung an, das mit einem Overlay sehr verknüpft ist und dieses erweitert, um die Statistiken zu erheben. Dann schauen wir uns Uniform Sampling an, das eine Stichprobe nun nimmt, die möglichst repräsentativ sein soll und das interpoliert. Und dann eigentlich die zwei Hauptlösungen, es gibt eine baumbasierte Lösung und das Gossiping, was mehr für unstrukturierte Netze ausgelegt ist. Okay, gehen wir also Schritt für Schritt durch. Einmal die zentralisierten Lösungen, ganz simpel, also es gibt, egal wie ein Netzwerk aussieht, es gibt einen Server, der die Statistiken entgegennimmt, sie verarbeitet, sie berechnet und den Knoten wieder zurückschickt oder abrufbar gestaltet. Das ist auch Standard, also ist auch so standardisiert. Es gibt auch Open Source Implementierung, Nagios. Es gibt auch Hardware, in Hardware gegossene Lösungen dazu. Das ist quasi Standard, wenn Sie so ein Rechennetz haben. Funktioniert gut für kleine Netze, ja, ist aber eigentlich entgegen der eigentlichen Zielsetzung, weil oft ist es ja so, dass wenn Sie so eine Peer-to-Peer-Lösung haben, hat es einen Sinn, warum es so völlig dezentral ist. Entweder wollen Sie die Last verteilen oder Sie wollen irgendwelche Anonymität der Aktionen gewährleisten, und so ein zentraler Überwacher ist eigentlich nicht von Vorteil. Auch ist es natürlich teuer, also je mehr Knoten hinzukommen, desto teurer ist es, den Server zu betreiben. Naja. Okay. Schauen wir uns also die zweite Lösung an. Und die heißt DASIS. Und da ist die Grundidee, dass Sie ein Overlay nehmen, das schon recht gut funktioniert, und Sie das so erweitern, dass eben die Statistikerfassung mit bedient. Also ein starkes Verweben mit dem Overlay. Es ist stark an das Overlay gebunden. Das heißt, man kann es nicht unabhängig davon verbessern oder erweitern und ist sehr dran gebunden eben. Okay. Die Lösung, die wir uns anschauen, heißt Distributed Approximative System Information System. Das ist verbunden mit einem strukturierten Overlay auf Präfixbasis. Und die Grundidee ist, wenn wir die Routing-Tabellen sowieso schon haben und in diesen Routing-Tabellen wir in die verschiedenen Bereiche des Netzwerks Links haben, dann können wir diese Routing-Tabellen ja erweitern um so Datenfelder, sodass wir zu diesen ganzen Kontakten, die wir in der Routing-Tabelle haben, mit denen wir uns periodisch austauschen, ob die noch da sind, wir auch noch periodisch Nachrichten austauschen können, wie deren Sicht denn auf das Netzwerk ist. Und über diese Stabilisierungsprotokolle werden, also diese sowieso stattfinden, diese Pings, also ist er noch da? Und wenn er antwortet, ja, ich bin noch da, schickt er vielleicht auch seine Statistiken mit.
Das Ganze wird dann in den Routing-Tabellen gespeichert. Und aus diesen verschiedenen Einträgen in der Routing-Tabelle erzeugt man sich dann die globale Sicht. Der Grundgedanke ist, mit welchen Knoten soll ich jetzt verbunden sein, wie wird die globale Sicht erzeugt? Der Grundgedanke ist, wenn ein Knoten eine solche ID hat, also einfach die Ziffernfolge 1, 2, 3, 5, 6, 7 und so weiter, dann soll er soll er sich austauschen und den Wissensstand erlangen zu all den Präfixen, die er hat. Also zu dem Präfix 1 soll er komplett Bescheid wissen, zu Präfix 12 soll er komplett Bescheid wissen für diesen Teilbaum oder für dieses Teilnetz, für den Präfixbereich 1, 2, 3 soll er komplett sich auskennen und sich mit den anderen Knoten mit demselben Präfixbereich 1, 2, 3 austauschen. So dass quasi bottom-up er initial für seine eigene Domain, also sorry, für seine eigene ID auskennen muss. Dann muss er mit den Knoten in Kontakt treten, die in der letzten Ziffer sich unterscheiden. Das sind ja nur endlich viele, also je nachdem, wie viele mögliche Ziffern dastehen. Nehmen wir mal an, es sind 10 mögliche Ziffern. Dann muss er sich mit 9 anderen Knoten austauschen und kennt er quasi für diesen Präfix das komplette Netz. Also diesen kompletten Teil des Netzes und kann dazu Statistiken erheben. Wenn er aber zu dem, ich glaube, hier ist ein leichtes Beispiel. Ja. Schauen wir uns das also an. Also hier haben wir wieder das Beispiel 1, 2, 3, 4 bis i. Und er berechnet erstmal für, okay, nehmen wir mal an, also die gesamte, das, wie nehmen wir mal ein Beispiel. Genau, hier der Knoten 000, ja. Dann soll er erstmal seinen komplett eigenen Status kennen, also den zu 000. Den kennt nur er, er weiß ja seinen kompletten ID, da ist er nur, also in diesem Teilbaum mit diesem Präfix seiner kompletten ID steckt er nur er selbst drin und zu sich selbst kennt er die kompletten Statistiken. Und diese kompletten Statistiken zu 000 nutzt er, um mit dem Knoten um ein Präfix höher die Statistik zu berechnen. Das heißt, er kontaktiert den Knoten mit einer Präfixlänge kürzer, also 00, und der anders ist als seine ID, also 1 in diesem Fall. Wenn wir eben nur Zeichen aus 0 oder 1 haben, ansonsten, wenn es bis 4 geht zum Beispiel, dann kontaktiert er alle die Knoten, die eben anders sind als seine ID in dieser letzten Stelle. Das heißt, er kennt sich selbst, er kennt den Teilbaum zu seiner eigenen ID und er nimmt Kontakt auf zu all denen, bei denen der Präfix 1 kürzer ist und in der letzten Ziffer anders sind als er selbst. Ja, das sind ja auch nur so viele, wie es eben an Zeichen gibt. Wenn er sich mit denen ausgetauscht hat, also sagen wir mal, es sind, sagen wir, es sind 4 mögliche Zeichen und das heißt, er muss sich mit 3 austauschen. Nachdem er sich mit 3 mal ausgetauscht hat, kennt er sich aus zu dem Präfix 00. Um nun den Präfix 0 komplett zu kennen, also den ganzen Teilbaum, der mit 0 beginnt, muss er sich mit all denen austauschen, die im nächsten Zeichen eben was anderes haben. Egal wie das ist. Es ist ja angenommen, dass jeder Knoten mit dem Präfix 00 kennt sich komplett aus zu 00. Jeder Knoten mit dem Präfix 01 kennt sich aus zu dem Präfix 01. Und wenn ich wieder dreimal mich austausche, dann erfahre ich, egal mit welchem Knoten, das kann 011 sein, es kann auch 010 sein, egal wer, Hauptsache er kennt sich komplett aus zu dem Präfix 01, erfahre ich durch den Austausch mit diesem Knoten die komplette Information zu dem Präfix 0. Und nun reicht es aus, wenn ich das gesamte Netzwerk kennen möchte, dass ich mich austausche mit all den anderen Knoten, die eben mit einem anderen Präfix starten. Das sind auch dreimal austausche. Und dann erfahre ich zu dem gesamten Netzwerk die Statistiken. Das heißt, pro Zeichen, die meine ID hat, also sagen wir in diesem Fall i, muss ich
die Anzahl der Zeichen minus 1, also Characters minus 1, viele Austausche haben. Also, und wenn wir nur zwei Characters haben, nehmen wir mal so ein typische Chord-ID. Da haben wir die Option 0 oder 1. Und wir haben 160 Bits. Das heißt, wir müssen 160 mal 1 Kontakte bedienen, also Informationen austauschen, und schon kennen wir das gesamte Netzwerk, egal wie viele Knoten enthalten sind. Bei Pastry, das hat ja 128 Bit und 16, ich glaube, es waren 20 Zeichen, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Sagen wir mal, wenn wir 20 Zeichen haben, 16 möglichen Characters, dann haben wir, waren es nicht nur 12? Weiß ich gar nicht. Moment. Ja, ich glaube, es sind 8 mal 16. 8 hoch. Also, jedenfalls müssen sie dann eben pro Baumebene bei 16 möglichen Zeichen eben 15 Knoten kontaktieren. Je nachdem, wie tief ihr Baum ist, eben dementsprechend oft. Aber sie haben dann jedes Mal eine komplette Sicht auf diesen Teilbaum. Also erstmal auf den Teilbaum, wo nur der eigene Knoten drin ist, dann der nächste Teilbaum, dann der nächste Teilbaum und schließlich das gesamte Netzwerk. Okay, wo kann man das machen? Wie kann man das leicht realisieren? Das kann man leicht realisieren, indem man eben die bestehenden Routing-Protokolle aufgreift. Und wenn ich sowieso in meiner Routing-Tabelle Kontakte habe in diese verschiedenen ID-Bereiche und Repräsentanten für die verschiedenen unterschiedlichen Präfixe habe, also dann kann ich mit denen ja auch direkt schon die Informationen austauschen, diese Austausche durchführen. Das heißt, die Knoten, mit denen ich sowieso in meinen Routing-Tabellen, die ich sowieso in meinen Routing-Tabellen verzeichnet habe, mit denen muss ich mich nur austauschen. Das geschieht bei dieser Maintenance, also ist er noch am Leben. Die Nachrichten werden gepiggybackt, also einfach an die Maintenance-Nachrichten drangehängt. Und es reicht aus, um die komplette Sicht aufs Netzwerk zu bekommen. Okay. Was kann man dazu sagen? Also einmal, na gut, so ganz kostenlos ist es nicht. Also Piggybacking ist, man spart zwar die Nachricht, aber der Traffic ist immer noch da. Okay, ist nicht so schlimm. Eingeschränkt ist es, dass es ans Overlay gebunden ist. Und da ist manchmal das Problem, dass das Monitoring vielleicht gut wäre, aber das Overlay vielleicht nicht ideal. Und wenn man das Overlay erweitern würde, zum Beispiel indem man die Routing-Tabellen erweitert oder irgendetwas anderes damit macht oder verkleinert, falls es nicht nötig ist, dann funktioniert das Monitoring nicht mehr, obwohl man nur das Overlay, das fürs Routing zuständig ist, modifiziert hat. Jetzt kann man so aussagen, also es funktioniert gut, wenn es eben aufs Overlay angepasst ist, wenn das Overlay so ist, wie es angenommen ist und alle Knoten erfahren die Statistiken, aber eben dadurch, dass es so verknüpft ist, dürfen wir zum Beispiel beim Overlay nicht die Routing-Tabellengröße ändern. Wir dürfen auch nicht manche Stabilisierung anders gestalten, statt proaktiv, dass wir da nur reaktiv wie bei Kademlia agieren würden, weil dann würden zu selten Nachrichten ausgetauscht fürs Monitoring. Also es ist nicht gut, wenn man so Lösungen miteinander verbindet. Außerdem ist es recht teuer, weil man O-Log-N viele Verbindungen aufbauen muss und pflegen muss. Das macht man zwar auch fürs Routing, fürs Overlay, aber fürs Monitoring gibt es effizientere Lösungen. Okay, Lösung Nummer 3. Oder gibt es erstmal dazu Fragen? Gut. Lösung Nummer 3 ist angelehnt, also die Grundidee ist, dass man Repräsentative der gesamten Menge auswählt. 1 Million Knoten hat man vielleicht und man will 1000 Knoten aus und prüft nur deren Statistiken und interpoliert das hoch zu dem Gesamtergebnis. Das Ganze lässt sich dadurch repräsentativ gestalten, indem man so einen Random Walk nutzt und genau, dadurch hat man theoretisch jetzt alle erstmal die Sonderfälle weggelassen, eine zufällige Auswahl von Knoten, die dann als Repräsentant für das gesamte Netzwerk stehen würden. Man hat aber auch Sonderfälle,
Nehmen wir mal dieses Overlay an. Ist halt sehr schlecht, aber nehmen wir es mal an. Und sie starten hier einen Random Walk. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der große, stark verbundene Knoten mehrmals erreicht wird beim Random Walk, natürlich deutlich höher. Das heißt, es gibt dann noch einige Erweiterungen, damit dieser Random Walk nicht hin zu stark, also zu Knoten mit hohem Knotengrad gelenkt wird und dass alle Knoten unabhängig von dem Knotengrad gleich wahrscheinlich vorkommen. Da gibt es noch kleine Änderungen. Aber nehmen wir mal an, wir haben einen Random Walk. Ganz simpel, man startet irgendwo einen Random Walk. Normalerweise, also das Einfachste ist, man läuft die 1000, also sagen wir mal 100 Knoten ab und am Ende der 100. Knoten schickt einem das Ergebnis. Das sind die Daten, die ich eingesammelt habe. Auf dem Weg wurden sie Schritt für Schritt aggregiert und die aggregierten Daten nach dem 100. Knoten zurückgeschickt. Damit man nicht zu den Knoten mit dem hohen Knotengrad geführt wird, kommt, kann man noch die Auswahl der Nachbarn berücksichtigen. Und zwar, wenn man mehrere Nachbarn zur Auswahl hat, also nehmen wir mal diesen kleinen Knoten hier, der hat drei Nachbarn zur Auswahl, diesen kleinen, diesen großen. Und dann soll diese Wahrscheinlichkeit plus x angeben, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen dieser drei Knoten auswählt, also 1, 2, 3. So, und jeder dieser Knoten soll eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit haben, das eben berücksichtigt, wie die Knotengrade sind. Im Normalfall wäre es so, wenn wir die Wahrscheinlichkeit nicht anpassen, dann wird der Knoten 2 eben viel häufiger von fast jedem, also von jedem Knoten mit der Wahrscheinlichkeit von einem Drittel kontaktiert. Mehrfach auch. Man kann das Ganze angehen, indem man berücksichtigt, unser Knoten 2, wie die Summe der Kanten sind, ja, und wie und das in Verbindung stellen zu den Kanten, die man selbst hat. Also der Knoten, der 10 Kanten hat, soll eine 10-fach geringere Wahrscheinlichkeit haben, ausgewählt zu werden, als der Knoten, der nur eine Kante hat. Oder also die Anzahl des Zielknotens, die Kanten des Zielknotens, wenn die in den Nenner kommen, dann lässt sich schon damit abfangen, dass Knoten mit hohen Kantengraden mehrfach eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ausgewählt zu werden. Also wenn einer 2 Kanten hat, dann würde bei dem vielleicht ein Nenner 2 stehen und wenn er 10 Kanten hat, dann würde bei ihm im Nenner 10 stehen und hätte eine 5-fache niedrigere Wahrscheinlichkeit ausgewählt zu werden. Dadurch, dass er aber auch 5-mal mehr Kanten hat, wird er in Summe im Erwartungswert gleich oft ausgewählt als ein schwacher Knoten. Okay. Genau, und das ist ja eigentlich beschrieben. Also wenn jetzt ein Knoten die Auswahl hat und einen Nachbarn Y auswählen soll, dann fragt er den erstmal nach seinem Kantengrad und zielt dann eine Zielnummer, also eine Zufallsnummer. Und wenn diese Zufallsnummer kleiner ist als der eigene Kantenzahl geteilt durch Kantenzahl des Zielknotens, wenn die gesuchte Zahl kleiner ist, dann wird eben dieser Knoten ausgewählt. Das, was hier jedenfalls verklausuliert ist, ist, dass die Knoten mit einem höheren Kantengrad eine dementsprechend geringere Wahrscheinlichkeit haben, sodass sie alle Knoten im Erwartungswert gleich wahrscheinlich ausgewählt werden. Okay. So wählt man also die Nachbarn aus für diesen Random Walk. Wie wird das weiter noch genutzt? Das ist ein reaktives Protokoll. Also bei DASIS und bei dem zentralisierten Ansatz war es proaktiv. Da haben die Knoten von sich aus immer wieder gepusht, was deren Statistiken sind und es wurde immer im Hintergrund eine Statistik bereitgehalten, die abgerufen werden kann, wenn ein Interesse daran bestand. Beim Uniform Sampling erfolgt das reaktiv, das heißt, für den Fall, dass ein Knoten Interesse hat, startet er so ein Uniform Sampling, so ein Random Walk, mit einem Time to Live, also mit maximalen Hop Count von 100 vielleicht, und all die Knoten, die besucht werden, also deren Statistiken werden mit aggregiert und das Aggregat wird weitergereicht. Und der nächste Knoten fügt seine Statistik hinzu, also aggregiert es und reicht es wieder weiter. Also ganz simpel wird Schritt für Schritt diese Statistik eben aufgebaut. Und sobald wir den 100. Knoten erreicht haben, wird es an den anfragenden Knoten zurückgesendet. Vor- und Nachteile, also was dann gut daran ist, dass diese
das Verfahren in jedem Netzwerk anwendbar ist. Also sie, das stellt keine Anforderungen an die Eigenschaft des Overlays, es muss nur idealerweise verbunden sein und Sie können in einem strukturierten Overlay einen Random Walk machen, Sie können in einem Nutella-Overlay einen Random Walk machen. In jedem Netzwerk, bei dem die Knoten verbunden sind, können Sie einen Random Walk generieren. Einschränkungen, also einmal die Ergebnisse, wie aussagekräftig sind sie? Für manche Statistiken schon, also Durchschnitt lässt sich teilweise ganz gut erfassen und auch interpolieren, aber Werte wie die Anzahl der Knoten kriegt man damit nicht raus, die Summe über Werte aller Knoten kriegt man nicht raus, die Minimum über alle Knoten kriegt man nicht raus, Maximum auch nicht, also all das, wo wirklich alle Knoten mit hineinfließen, also eigentlich nur die der Durchschnitt nicht und die Standardabweichung, all die anderen lassen sich damit nicht abdecken. Außerdem muss man recht lange warten, bis eben 100 Knoten abgelaufen wurden und jeder Knoten erzeugt diese Übersicht nur für sich selbst und wenn jemand anders oder das gesamte Netzwerk solche Random Walks startet, dann profitieren die nicht voneinander. Also jeder erzeugt das Ergebnis nur für sich und die Kosten, die erzeugt werden, werden nicht wiederverwertet, also werden nicht geteilt. Okay, also bisher hatten wir zentralisiert, das ist nicht ideal. Wir hatten die Verbindung mit dem Overlay. Funktioniert zwar vielleicht gut, aber ist auch nicht ideal. Und Uniform Sampling auch nicht. Jetzt lernen wir zwei Verfahren kennen. Also einmal das Gossip-basierte und einmal das Baum-basierte, das schon besser sind. Also die haben ihre speziellen Anwendungsfälle, wo sie sehr gut funktionieren. Und sind so die etablierten Lösungen in diesem Bereich. Beginnen wir mit dem Gossip-basierten Approach, also mit dem Gossip heißt ja Gerücht oder ja, ist eigentlich ein Gerücht. Und gerüchtbasierte Ansätze gehen davon aus, dass die Nachbarn miteinander schwätzen und kommunizieren und Gerüchte austauschen, Nachrichten austauschen. So, also das heißt, man möchte gar nicht drüber hinwegsehen, was jenseits unserer Nachbarn ist, sondern wir haben Nachbarn, die mit uns verbunden sind. Und mit denen tauschen wir uns aus. Und ob es jetzt ein Ring ist oder ob es ein Nutella-Netzwerk ist oder was auch immer, das interessiert nicht. Man braucht nur eine Liste von Nachbarn. Und mit diesen tauscht man Nachrichten aus und aggregiert sie. Also der Grundgedanke ist, wenn wir jeweils unsere persönliche Vorstellung haben über die Statistiken der Gesamtwelt, tauschen wir sie einmal aus, kommen zu einem mittleren Ergebnis, also Minima werden abgeglichen, Maxima werden abgeglichen, Durchschnitte werden berechnet und am Ende haben wir beide eine Sicht, die näher an der Wirklichkeit ist als vorher. Das Ganze funktioniert in sogenannten Runden. Zu den Epochen komme ich gleich noch. Also der Grundgedanke ist, dass in jeder Runde wählt jeder Knoten eine, hier steht Teilmenge von seiner Nachbarn aus, mit denen er interagiert. Nehmen wir mal einfach halber an, er wählt aktiv nur einen aus, mit dem einen Knoten möchte ich meine Statistiken austauschen. Wie dieser Knoten ausgewählt wird, ist oft probabilistisch, gar nicht so wichtig vielleicht. Und dann werden kleine Nachrichten ausgetauscht, also eigentlich meine Sicht wird ausgetauscht, er schickt seine Sicht rüber zu mir. Wir haben zwei verschiedene Sichten jetzt vorliegen, daraus die aggregieren wir, also Durchschnitte verrechnen wir, Min-Max berechnen wir, Summen berechnen wir, kommen wir gleich noch dazu wie. Aber wenn wir nach dieser einen Runde haben wir beide dazugelernt und sind näher an dem Endergebnis, an dem richtigen Ergebnis als vorher. Okay. Und es gibt eine Annäherung. Also nehmen Sie mal das Beispiel Minimum oder Maximum an, ja, das sich im gesamten Netzwerk verbreiten soll. Ja. Dann haben Sie ja im besten Fall also es gibt ja einen Durchmesser des Netzwerks, das heißt der maximale Entfernung zwischen zwei Knoten in Hops. Und das ist so die Mindestzeit, die man braucht an Runden, bis ein Minimumwert an den letzten weitesten Knoten kommt. Und dann braucht es nur etwas mehr, bis es sich wirklich überall hin verteilt, weil es ja probabilistisch wie die Nachbarn ausgewählt werden. Also es ist nicht greedy. Es ist nicht so, dass in jedem Schritt eine Verbesserung der allgemeinen Sicht stattfindet, sondern es ist wirklich probabilistisch und mit der Zeit wird es immer besser, immer besser. Der
Unterschied zu den eigentlichen Statistiken wird immer kleiner und es konvergiert gegen den eigentlichen Wert eigentlich recht schnell. Nochmal hier zu den Epochen, weil beginnen wir erstmal damit, dann kommen wir zu den Epochen. Also nehmen wir mal, wir haben die erste Runde. Jeder Knoten misst seinen Wert. Also dieser Knoten misst, er hat einen, was nehmen wir, Hopcount oder was auch immer, oder Anzahl gespeicherter Objekte, 9. Der sein Nebenknoten hat 78. In der ersten Runde tauschen sie sich so aus, das heißt, unser 9er tauscht sich mit der 26 aus und die berechnen jetzt alle Statistiken. Ja. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal hier die 48 und die 38. Ja. Die zwei Knoten tauschen sich in der nächsten Runde aus und berechnen jetzt den Durchschnitt von 48 und 38 und das ist 43. Ja, und beide haben jetzt den neuen Wert 43. In der nächsten Runde, oder hier die 65,5 und 65,5, das ist der Durchschnitt zwischen der 78 und 53. Ja, und jetzt sind wir von der Vielfalt der Werte etwas näher gerückt. In der nächsten Runde, beziehungsweise hier 5 Runden weiter, hat sich das schon sehr nah angenähert, zwischen 45,4 und 48,31 liegen jetzt die Werte. Und nach 10 Runden haben alle denselben Wert und denselben Durchschnitt berechnet. Also es funktioniert ganz gut. Was dabei aber auf der Strecke geblieben ist, ist, welche Werte haben wir denn jetzt eigentlich aggregiert? Und da möchte ich nochmal kurz das hier aufmalen. Wir haben am Anfang in Runde 1 die Werte gemessen. Ja, also 78 und 9 und 48. Und in der nächsten Runde, und das ist der Fehlerwert zum eigentlichen, ja, und in der nächsten Runde sind wir immer weiter runtergegangen mit dem Fehler und bei Runde 10 sind wir bei einem Fehlerwert von 0. Aber das bezieht sich immer noch auf den initialen Wert, der in Runde 1 genommen wurde. Das heißt, wenn sich jetzt in der Zwischenzeit der Knoten mit der 78, sein Wert hat sich jetzt verändert, 80 oder fiel auf 0 oder wie auch immer, das wird hier gar nicht berücksichtigt. Also die Werte, die man in der ersten Runde hat, die verwendet man bis zum bitteren Ende. Ja. Und hier kommt das Stichwort Epochen hinzu. Das heißt, wenn die Fehler oder die Veränderung unter einen gewissen Schwellwert fällt, ja, irgendwie unter Epsilon, wie groß auch immer Epsilon ist, dann entscheiden die Knoten, aha, jetzt sind wir fertig konvergiert, es wird nicht mehr besser. Wir beginnen eine neue Epoche. Das heißt, neue Epoche mit einer Runde Nummer 1 erneut. Das heißt, es werden wieder die aktuellen Werte gemessen, die die Knoten haben. Das heißt, 78 hat sich dann vielleicht verändert auf 60. Und mit dieser initialen Messung in Runde 1 geht es wieder los. Das heißt, unser Fehler ist wieder hier oben irgendwo und konvergiert dann. Dann bis es eben unter ein Epsilon rutscht und dann beginnt die nächste Epoche. Und der Fehler beginnt wieder bei oben. Genau. Okay. Okay. Ja. Jetzt würden wir dazu übergehen, für die Durchschnittsberechnung ist es einfach. Ja? Beziehungsweise am leichtesten ist es für Minimum und Maximum. Also wenn Sie Minimum und Maximum miteinander vergleichen, die Knoten tauschen das aus und übernehmen das. Bei dem Durchschnitt ist es halbwegs auch noch gut machbar. Da ist es so, dass Sie ja, wenn Sie zwei Werte haben, hier die 48 und die 38, wie berechnen Sie den Durchschnitt davon? Ja, die Anzahl teilen. Genau, also 48, Durchschnitt ist 4,8 plus 3,8 durch 2. Und jetzt gibt es einen Trick. Das muss man aufpassen, das kann man auch schreiben als 48 halbe plus 38 halbe. Sieht jetzt erstmal banal aus, aber das ist der leichte verwendbare Weg. Und zwar bei der Frage, welche Nachrichten haben sich die Knoten beide geschickt? Der Knoten mit der, ich mach das mal hier nochmal, also hier hatten wir die 48, hier hatten wir die 38. Der hier hat ihm geschickt den Wert 48 halbe
Und der hier hat ihm den Wert 38 halbe geschickt. Aber er kann das nicht einfach erzeugen. Das heißt, er hat quasi seinen Wert geteilt. Die Hälfte hat er behalten und die Hälfte hat er verschickt. Der andere hat auch die Hälfte behalten und die Hälfte verschickt. Und dann hat jeder Knoten am Ende, machen wir es mal so, nur um einen kleinen Trick zu haben. Das heißt, am Ende der Runde 1 hat der Knoten auf dieser Seite erhalten einmal von sich selbst diese 48 halbe und von dem anderen Knoten die 38 halbe. Und der andere hat bekommen von sich selbst die 38 halbe und die 48 halbe. Sorry, das muss ein Komma sein. Im Endeffekt sind wir genau dort, was wir eigentlich machen wollten mit diesem komplizierten Vorgang. Es hat aber einen Vorteil. Also und daraus, wenn man das addiert, also Plus und Plus, dann erreichen wir das hier. Das Ganze hat aber den Vorteil, dass, sagen wir mal, diese Knoten noch von, also der 38er wird noch von einem anderen Knoten eingespannt. Ja, also jetzt kommt noch, während die Runde läuft, von hier aus nochmal eine Anfrage rein mit 11 halbe, weil der hier hatte 11. Also er hat 11 halbe behalten und er hat schon sein 38 halbe losgeschickt. Ja. Das heißt, er hat jetzt 38 halbe, das halbiert er wieder und er schickt hin, das sind, ich glaube, 19 halbe letztlich. Ja, also 38 Viertel auch. Das schickt er zurück. Und er hätte nach dieser Runde den Wert 19 halbe noch dazu, 11 halbe noch dazu, weil er mehr halbe bekommen hat. Und der hier hätte insgesamt 11 halbe plus 19 halbe, also 15. So, also das heißt, das würde das Ganze etwas auflockern, so dass man sich nicht blocken muss und der Kommunikation mit anderen Knoten verweigern. Das Wichtige ist nur, dass jeder Knoten eine ausgehende Kommunikation startet, aber für beliebig viele zur Verfügung steht. Das sind nur so, naja, Berechnungen letztlich. Also das unterstützt letztlich nur, dass ein Knoten mit mehreren anderen Knoten während einer Runde interagieren kann, als nur mit einem anderen. Okay. Hier möchte ich jetzt darauf eingehen, wie denn die Statistiken, also für Minimum ist es einfach, da schickt man den ganzen Wert. Beim Maximum schickt man auch den ganzen Wert. Bei der Durchschnittsbildung schickt man diese 1,5 Werte. So, und jetzt gibt es aber einen besonderen Trick. Und zwar bei diesem Gossip-basierten Ansatz hat man nicht zwei Werte, hat man nicht nur einen Wert, also nicht nur mein Hopcount ist dies, das ist mein Durchschnittswert, sondern pro Wert hat man zwei Werte. Einmal ein XI, was den eigentlichen Wert darstellt. Das ist unser Hopcount, das ist unsere 78, was wir eben hatten. Und es gibt noch, und das wird auch der Wert, den wir für die Statistikberechnung verwenden. Ja. Auf der anderen Seite gibt es noch ein Gewicht des Werts, der ist 1. Und aktuell bei dieser Berechnung, wenn der auf 1 gesetzt ist und sie bilden darüber Durchschnitte, bleibt die 1 am Ende auch erhalten. Aber mit den XI, was passiert da? Also man betrachtet, welche halben Werte habe ich in der Vorrunde bekommen und addiert sie zusammen. Also das, was sie eben gemacht haben, wenn ich jetzt von 3 Input bekommen habe, mit jeweils ihren halben Werten, berechne ich eben, summiere ich sie zusammen. Und das ist mein aktueller neuer Wert für diese Runde. Als nächstes, also das ist der Empfang plus Aggregation und das ist das Versenden. Zum Versenden wählen wir irgendeinen Nachbarn aus, ungleich uns selbst, muss mit uns verbunden sein, und schicken dem die Hälfte unseres Wertes, sowohl von diesem S-Wert als auch von dem W-Wert, dem anderen Knoten und uns selbst. Ja, also das, was wir eben gemacht haben, was im Endeffekt genau dazu führt, dass eben man mit mehreren interagieren kann, damit die Durchschnittsberechnung immer noch gut funktioniert. Okay.
Gut, und das wiederholt man einfach mehrmals. Also das ist diesen Ansatz und dann schaut man an, was ist am Ende, also was haben wir bekommen am Ende der Runde, das summieren wir zusammen. Also in diesem Vektor die S summieren wir zusammen, die W summieren wir zusammen, wählen wieder für die nächste Runde einen Wert aus und verschicken wieder die Hälfte an den anderen und an uns selbst und dann erhalten wir wieder für die nächste Runde. Das Allerwichtigste, was auch oft in mündlichen Prüfungen gefragt wird, was berechnet dieses Push-Sum eigentlich, dieses Gossip-basierte, und das ist hier unten versteckt. Das heißt, wenn ich jetzt mein S und W irgendwie gewählt habe, am Ende der Berechnung ist das Ergebnis, also wenn es als Funktion dargestellt wird, hineingeht das SI und das WI und das Ergebnis ist in der letzten Runde das S durch das W. In diesem Fall, wenn wir W gleich 1 gewählt haben, ist es banal. Ja? Dann haben wir eigentlich nur den Durchschnitt über das S berechnet. Wir können das W aber auch anders wählen und berechnen damit andere Sachen. Also hier haben wir den Durchschnitt berechnet, Average. Für die Average-Berechnung, schwinge ich mal hier hin, müssen Sie W gleich 1 wählen. Ja? Und Ihr Wert setzen Sie bei S. Wenn Sie aber, genau, das ist das Wichtige, also wenn es als Input der Funktion gewählt wird, also S ist ein Input für die Funktion W und der Output ist dies hier, also das müssen Sie nicht merken. Jetzt können Sie W auch anders wählen, zum Beispiel indem Sie die Anzahl der Knoten messen, zählen wollen. Wenn Sie die Anzahl der Knoten zählen wollen, dann müssen alle Knoten den Wert 1 annehmen, aber nur ein einziger in dem Gewicht den Wert 1. Und alle anderen Knoten sollen in dem Gewicht den Wert 0 wählen. Warum? Wenn Sie dabei diese Durchschnittsbildung rechnen, was ist dann der Durchschnitt aller S? Also wenn alle Knoten den S gleich 1 setzen, dann ist der Durchschnitt aller S 1. Ja, 1. So, und wenn Sie den Durchschnitt über eine einzige 1 und n minus 1 mal 0 haben, dann ist das 1 durch n. Ja, also wenn Sie einen Kuchen auf n Leute verteilen, dann kriegt jeder ein Entel. So, und wenn Sie das eben berechnet haben, ist dieser Bruch gleich n. Und das ist die Anzahl der Knoten. Und so kann man auch die Summe berechnen, indem man für die Gewichte genau das tut, was man für die Anzahl der Knotenberechnung verwendet hat. Also einer setzt das auf 1 und alle anderen auf 0. Und dann erhalten Sie eben das als Output, den Durchschnitt aller X, also aller Werte, die Sie wollten, mal n. Und Durchschnittszahl mal n ist gleich die Summe. Also wenn Sie 1000 Leute im Durchschnitt, was ich 1 Euro verdienen, dann verdienen sie in Summe 1000 Euro gesamt. Also, naja, egal, also ich glaube, das ist herleitbar. Das Wichtige ist eben, dass Sie sich merken, was ergibt dieses Push-Sum und welche Option hat man, S und W zu wählen. Also bei der Durchschnittsberechnung setzen Sie W gleich 1, bei der Count-Berechnung setzen Sie S auf 1 und berechnet diesen Trick, dass einer nur die 1 beim Gewicht hat und dann 0. Wenn Sie das so machen, dann kriegen Sie eben den Notcount. Und wenn Sie sowohl die Durchschnitt über Alex I berechnen, als auch das mit dem Gewicht machen, erhalten Sie die Summe als Ergebnis. Genau. Hier gibt es noch eine Beispielgrafik dazu, wie das aussieht, wenn man jetzt diese Summe oder die Anzahlberechnung, wenn man den Notcount berechnen möchte. Also der schwarze Knoten hat den Wert 1 und alle anderen haben den Wert 0. In der ersten Runde verteilt sich diese 1 auf die 2, 0,5. In der nächsten Runde haben die 4 Knoten 0,25. Vierte Runde haben die alle entweder 0,125 oder 0,187 und dann geht es so weiter. Und es nähert sich schon dieser 0,2 an. Das heißt, wenn es jetzt ein bisschen weitergehen würde, würde es irgendwann die 0,2 erreichen. Weil ich glaube, die haben 0,
2025 und dieser hier hat die 1,75 und es verteilt sich jedenfalls. Also das heißt, wenn das alles konvergiert, haben alle Knoten den durchschnittlichen Wert 0,2 und dadurch, dass es das Gewicht war und das Ergebnis ja ist, alle Durchschnitt aller S geteilt durch Durchschnitt aller Ws, ist das Ergebnis 1 durch 0,2 gleich 5. Also der Node Count. Okay, nochmal zu diesen Epochen. Also man kann diese Epochen immer nur zu den festen, also wenn man eine Epoche startet, bedeutet das, man nimmt einen aktuellen Messwert. Ja? Und, oder anders ausgedrückt, während das Gossiping läuft, kann man den Messwert nicht ändern. Ja, also während die Epoche läuft, kann man den nicht ändern, sondern nur wirklich ganz am Anfang. Und irgendwann konvergiert das gegen Epsilon, also von der Änderung her, jeder Knoten kann dann entscheiden, aha, ich habe hier nur noch Änderungen vom Epsilon-Wert, wir sollten eine neue Epoche starten, weil es nichts weiter bringt, weiter zu konvergieren. Kann man entweder wieder zentralisiert machen, indem es so ein Leader-Selection-Algorithm gibt, wo die sich abstimmen, wer startet jetzt die Epoche neu. Oder man fügt noch so eine Art Versionsnummer hinzu. Ja, mit der Idee, dass die größte Version sich durchsetzt. Das heißt, wenn jetzt die verschiedenen Knoten entscheiden, dezentral voneinander, hier haben wir irgend so ein Netzwerk, ja, und dieser Knoten hier entscheidet, ich starte eine neue Epoche. Und zeitgleich entscheidet dieser hier, ich starte auch eine neue Epoche. Dann haben Sie so ein Spektrum, aus dem Sie Ihre Versionsnummer wählen können. Das ist nicht die nächste nachfolgende Zahl, sondern mal random. Ja, also nicht mal random, sondern so ein Random-Bereich nach der aktuellen Versionsnummer. Also es kann sein, dass Sie zwischen 2 und 10 wählen und der hat die 2 gewählt und der hier wählt vielleicht die 3. Dann breiten die sich erstmal aus, also ich male den Dreier mal eckig. Ja, und hier überschreibt die Dreierversion die Zweierversion, weil die größer ist. Ja. Also die größeren Zahlen dominieren die kleineren Zahlen und verdrängen sie langsam aus dem Netz. Also es kann sein, dass jetzt hier der Runde sich hierhin ausbreitet und der Dreier dorthin. Und der Runde kann sich nicht weiter ausbreiten, sondern der Dreier überschreibt nach und nach die Zweierversion, bis alle einer einzigen Version folgen und diese eben bedienen. Bis sie wieder einkonvergiert ist und man keine Verbesserung mehr wahrnehmen kann, dann starten sie wieder eine neue Runde. Das heißt, der Vorteil von diesem dezentralen Ansatz ist, dass jeder die neue Version starten kann, wenn er meint, dass es sich eingependelt hat. Da muss man nicht koordinieren, wer da zuständig ist. Wenn man sich anschaut, wie das konvergiert, dann hat man eben genau dieses Verhalten. Also hier mal mit 1 Million Knoten simuliert, Gossip alle 5 Sekunden. Und man sieht genau, wo die Epochen starten. Immer wenn es so einen Peak gibt, das ist so der Fehler. Also das ist jetzt dieser Count der Knoten. Und dann gibt es einmal einen Fehler eben, der schlägt aus. Dann konvergiert es recht schnell. Die Standardabweichung, diese grüne Grafik, die zeigt an, wie nah das eben, wie stark sich die Werte unterscheiden. Und wenn das die Änderungen eben zu klein werden, dann erfolgt neue Epochenstart und dann geht es wieder los mit dem großen Fehler. Weil das Problem ist, der Peer-Count startet immer mit 0 und die Werte sind immer von Anfang an ganz unterschiedlich, weil eben nur einer die 1 hat und alle anderen die 0. Wenn man sich anschaut, also diesen Fehler kriegt man auch nicht raus. Im ganzen System, weil eben die Epochen immer zu festen Intervallen starten und dann gibt es eben zu diesem Zeitpunkt viel Fehler. Wenn man sich anschaut, wie sehr konvergiert ist, wie viel Aufwand hat, braucht das. Es braucht so log n Runden mindestens, das ist eben der Durchmesser des Netzes, plus ein Aufwand, der abhängig ist, wie klein der Fehler sein darf. Oder also ist Epsilon. Je kleiner unser Epsilon ist, desto länger müssen wir konvergieren lassen, dass wir da runterkommen. Wenn unser Epsilon größer ist, dann können wir das früher abbrechen, weil der große Fehler schon unter das Epsilon passt. Von dem Aufwand her
Das ist so die Zeit, die man benötigt, um das gesamte Netzwerk zu durchschreiten. Also pro Runde, so viele Runden hätten wir, und alle Knoten N sind aktiv. Und ja, dadurch, dass es noch logarithmisch ist, unabhängig von Fehler, lässt sich das noch halbwegs gut einstellen. Aber viel Aufwand und vor allem diese Spitzen, die sind etwas problematisch. Aber der Vorteil ist, es funktioniert in jedem Graphen, also egal, was wir für ein Netzwerk haben, das funktioniert immer, das lässt sich immer anwenden. Ob es jetzt strukturiert ist, ein Knotella, ein Chord, ein Pestry, was auch immer, das sind alles Graphen, die zusammenhängend sind, die haben alle Nachbarn, die können alle kommunizieren, das funktioniert immer. Aber das dauert manchmal zu lange und es gibt viele redundante Informationen, wo sich Knoten einfach austauschen, es kommt nichts bei rum, weil die haben schon denselben Wert. Viel Traffic Overhead, weil einfach nicht koordiniert wird, wer mit wem austauscht und eben viel Redundanz dabei entsteht. Und es entsteht vor allem durch diese Epochen so eine Fragestellung. Soll man die Epochen lange wählen oder anders? Soll man das Epsilon klein wählen, sodass das Monitoring möglichst präzise wird? Aber dann sind die Daten, die man gemonitort hat, veraltet, ja, sind recht alt, weil desto länger dauern die Epochen und man hat zwar präzise diesen damaligen Stand gemessen, aber der ist halt alt. Oder soll man das Epsilon groß wählen, sodass man häufige Epochen startet, aber die Knoten haben stark unterschiedliche Sichten dann, also deren konvergierte Werte unterscheiden sich dann ziemlich. Okay. Das haben wir jetzt kennengelernt und morgen werden wir uns dann anschauen, wie ein baumbasierter Ansatz auch für strukturierte Overlays aussieht, das deutlich nachrichtenoptimierter ist, also das ist minimal in der Nachrichtenanzahl, die verwendet wird, hat berechenbare, sehr gute Konvergenzzeiten und da schauen wir uns mal an, wie da das strukturierte Overlay darunter genutzt werden kann, um das zu realisieren. Okay, und die nächste Übung, die dann ich glaube, ich werde die heute oder morgen online stellen. Die bezieht sich dann auch auf das Gossip-basierte Monitoring, das man jedes Mal durchspielen, plus das Uniform-Sampling, das jedes Mal durchspielen. Das werden wir uns mal anschauen. Dann freue ich mich, Sie morgen wiederzusehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.